Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt mich überraschend oft auf diesen Produkten markiert und ich war ehrlich gesagt so ein bisschen what? Ich habe vereinzelt Videos gesehen zu dem Produkt und dachte mir, okay, das sieht aus wie Maxim Giacomo 2018 bis 2021. Das müssen wir testen. Und zwar geht es heute um die nagelneue Zara Foundation. Zara ist, glaube ich, jedem von uns bekannt. Die Fast Fashion Brand aus Spanien, glaube ich. Und die haben ja vor einer Weile schon Make-up rausgebracht. Ich verlinke euch das Video einmal hier in der Ecke. Das war so ein bisschen Top oder Flop. Also, wir hatten wirklich ein paar gute Produkte dabei. Preislich war es ein bisschen höher, als ich eigentlich erwartet hatte. Aber die Foundation soll wohl eine der deckendsten Foundations sein, die es auf dem Markt gibt. Und ihr kennt mich, Freunde. Tief im Inneren bin ich immer noch eine Full-Coverage-Queen und freue mich, eine neue deckende Foundation, zu testen für euch. Und das werden wir heute machen. Es ist sehr, 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 sehr früh. 7:42 Uhr. Das heißt, wir haben heute den ganzen Tag Zeit, um zu schauen, wie die Foundation auf meiner Haut funktioniert. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich. Falls ihr neu seid und mehr Tests von neuen Produkten aus der Drogerie, aus dem günstigeren Segment, ab und zu aber auch mal dem High-End-Segment sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Euch kostet es nichts und mir bedeutet es die Welt. Und ich freue mich, dass dieses Video wieder in Zusammenarbeit mit Foreo entsteht. Denn ihr wisst es, ihr habt es neulich wahrscheinlich schon bei Instagram gesehen. Und ich habe super, super viele Nachrichten dazu bekommen. Deswegen wollte ich die Chance auch nochmal hier in dem Video nutzen. Ihr wisst, dass ich die Foreo-Produkte mittlerweile jeden einzelnen Tag benutze. Und ich habe hier einmal was ganz Spannendes für euch. Zwei verschiedene Produkte. Einmal den Luna 3 Plus und das UFO 2. Und ich will euch ganz kurz zeigen, was das Besondere an den beiden Produkten sind. Ihr hattet neulich schon den Play Smart bei mir gesehen. Das ist aber die große Schwester und nochmal mit viel, viel mehr Technologie mit drin. Ihr seht, das sieht auch schon ein bisschen anders aus. Wir haben hier verschiedene Kontakte, die Wärme produzieren während der Reinigung. Das sorgt dafür, dass mit der T-Sonic-Pulsation und der Wärme 99,5% von Schmutz und Öl von der Haut entfernt werden. Und das merkt man. Das ist nicht zu heiß, es ist genau die richtige Temperatur, um den Schmutz und die Öle auf der Haut zu lösen. Und hier hinten haben wir noch was anderes. Und zwar sind hier 24 Karat vergoldete Kontakte, die einen Mikrostrom erzeugen können. Und die Elektronen sorgen dafür, dass durch diesen Mikrostrom, den ihr wirklich es tut absolut nicht weh. Die Pulsation regen die Kollagenproduktion an und die Haut wird über die Zeit wesentlich straffer. Das Schätzchen hier ist wirklich perfekt. Es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein. Ihr könnt es aufladen, ihr könnt verschiedene Programme für euch selbst kreieren, ihr könnt die Einstellungen für euch anpassen, ihr könnt aber auch die vorgegebenen Programme nutzen und das Gerät zeigt euch verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euer Gesicht massieren oder reinigen könnt. Und ihr wisst, für mich ist Make-up und Hautpflege geht eins und das andere ineinander über. Und deswegen freue ich mich, dass ich das testen durfte. Und das habe ich jetzt die letzten 6 Wochen fast täglich benutzt. Das ist dieses Schätzchen hier und das ist das perfekte Maskentool. Ihr könnt eine Sheetmaske auflegen und habt dann hier so einen wundervollen Kontakt, der entweder wärmt oder kühlt. Und je nachdem, was eure Haut braucht, könnt ihr das Ganze entweder manuell einstellen oder ihr habt begleitete Spa-Erlebnisse. Ich zeige euch hier mal eine kleine Einblendung, wie ich das Ganze gemacht habe und was euch die App dann auch zeigt. Ihr könnt verschiedene LED-Therapien einstellen. Rotes Licht, blaues Licht, grünes Licht. Und jedes Licht hat einen Einfluss auf die Haut, um die Kollagenbildung anzuregen, Rötungen zu reduzieren, Entzündungen zu reduzieren. Ihr seht das hier oben. Ich habe so noch einen kleinen Besucher bekommen in den letzten Tagen und habe mit dem Gerät punktuell arbeiten können und durch beispielsweise blaues Licht die Bakterien, Aknebakterien zerstören können und dadurch beschleunigt ihr den Heilungsprozess. Auch hier ist diese T-Sonic-Pulsation drin, die dafür sorgt, dass die Wirkstoffe richtig schön tief in eure Haut gehen. Wie gesagt, ihr könnt das mit einer normalen Sheetmaske machen oder es gibt auch die Foreo-Masken, die ihr hier einfach raufklemmen könnt, dann könnt ihr das in der Foreo U-App auswählen und das Gerät startet eine angepasste Spa-Routine
an eurer Haut und an die genaue Maske an. Jede Maske, die ihr auswählt, hat ein verschiedenes Treatment mit einem anderen Licht, mit einer anderen Pulsation, mit Wärme, mit kühlendem Effekt. Und ihr könnt dadurch so ein wunderschönes Spa-Erlebnis zu Hause haben und das Ganze ergänzend zu eurer Hautpflege benutzen, um einfach noch schönere Erfolge zu erzielen. Falls euch das Ganze interessiert, ich packe euch alles mal unten in die Infobox. Die Geräte gibt es auch bei Flaconi. Schaut gerne vorbei, die Links sind unten. Ich möchte nicht mehr darauf verzichten und ich merke, dass meine Hautoberfläche wird weicher. Ich bin nicht mehr so aufgedunsen morgens, wenn ich die Massage mache und diesen leichten Mikrostrom und die Kühle und die Wärme in meine Haut bringe. Also es macht super viel Spaß und es ist so ein bisschen futuristic, ne? Es ist einfach so krass, wie sich diese ganze Hautpflegeindustrie geändert hat. Und ja, man wirklich Erfolge sieht. Alles ist für euch unten verlinkt. Vielen Dank an Foreo, dass ihr dieses Video unterstützt habt. Und jetzt, Freunde, bin ich super gespannt auf die Foundation. Die Haut ist durch die Glow-Addict-Maske natürlich auch schon wirklich schön vorbereitet. Ich benutze heute trotzdem, ich glaube, einen Primer, denn die Foundation soll eine Limitless Soft Matte Foundation sein. Und ich habe es bei Niki Tutorials in einem TikTok, glaube ich, gesehen. Die war schon sehr, 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 sehr heavy. Deswegen möchte ich wirklich schön Pflege drunter geben und einen schönen feuchtigkeitsspendenden Primer. Ich benutze jetzt heute den Holy Grails Primer von Mia und Rival Loves Me und trage mir den erstmal komplett ins Gesicht auf. Der ist ja wirklich wie so eine Pflege, die die Haut schützt und so einen schönen Glow hinterlässt. Ihr wisst das, ich habe mir vorgenommen, meine Videos mehr in die Inclusive-Richtung zu bringen. Deswegen habe ich vier verschiedene Farben gekauft. Zwei für mich und einmal die hellste und die dunkelste. Und ich swatche euch mal drei verschiedene Farben. Wir haben hier die W901. Das war die hellste Farbe. Ihr habt eine Glasflasche, einen Pumpspender. Allerdings, das Produkt steht wie die anderen Produkte auch so ein bisschen schräg. Es hat mich so ein bisschen irritiert am Anfang. Das ist sehr, 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 sehr hell. Viele von euch hatten das in der Insta-Story schon gesehen und hatten gesagt, endlich mal eine Foundation in meiner Farbe. Also, sie sieht wirklich sehr hell aus. Ich habe noch nicht so die Ahnung, welchen Unterton die Foundation hat. Das könnte meine sein, die 913. Im Vergleich, ja, es sieht schon gar nicht so schlecht aus. Was haben wir hier noch? Die 915. Ich swatche einfach mal daneben. Die ist vom Unterton, glaube ich, ein bisschen gelber. Ihr werdet jetzt in der Kamera nicht so einen krassen Unterschied sehen. Und zu guter Letzt die dunkelste Farbe aus der Shade Range, die wirklich gar nicht schlecht war. Also es war wirklich ein recht breites Spektrum an Farbabstufungen. Ich meine, es waren 30 verschiedene Farben und auch sehr, sehr gut sortiert. Das muss ich sagen. Auf der Webseite habe ich echt nicht das Problem gehabt, dass ich nicht wusste, welche Farbe ich brauche. Denn man kann auswählen die Tiefe der Hautfarbe, also hell bis dunkel, und dann kann man die Untertöne auswählen und sieht dann wirklich nur das, was für einen in Frage kommen würde. Und das ist die 965 Neutral. Das ist die dunkelste. Also ich muss sagen, für die erste Foundation einer neuen Beauty-Marke ist das eine völlig akzeptable Shade Range. Dazwischen ist noch sehr, sehr viel. Wir haben hell, wir haben recht dunkel und ich sehe auch schon, dass sie so ein Stückchen oxidiert. Und wenn man das Ganze ausblendet, dann sollte das Ganze passen. Natürlich würde es auch noch dunkler gehen. Es ist aber schon im Vergleich zu anderen Marken, die wir hier auf meinem Kanal ab und zu schon gesehen haben, wirklich eine gute Sache. Ich weiß nicht, ob es meine Hand ist oder die Foundation selber. Ich rieche jetzt nichts außer ein bisschen Sonnencreme. Die hat aber keinen Lichtschutzfaktor, soweit ich weiß. Und sieht schon sehr, 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 sehr deckend aus. Ich gucke mal die Farben für mich. Die 13 und die 15. Wenn ich die so ein bisschen mische mit der helleren. Das ist zu hell. Ich glaube, ich gehe mit der 15. Das war diese hier, oder? Oder diese hier. Wir mischen. Ich swatche euch auch hier nochmal im Gesicht die dunkelste und die hellste, dass ihr hier wirklich einen guten Überblick habt. Sieht auf der Haut wirklich auch nochmal wesentlich heller und wesentlich dunkler aus. Ich hoffe, dass euch das Ganze wirklich hilft, wenn ich euch verschiedene Farben zeige. Mir ist es wichtig, inclusive in alle Richtungen zu gehen und euch auch verschiedene Farben einfach zu zeigen. Ich weiß, ich habe aber einige, die sehr, sehr hell, die sehr, sehr dunkel sind hier in der Community und ich möchte hier ein Safe Space für alle sein. Ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen Primer aufgegeben und ich mische mir mal wieder so ein bisschen. Ich kann das nicht einzeln. 1, 2, 3 von der 13, 1, 2 von der 15 und mische mir das Ganze einmal an. Ich bin super, super gespannt. Habt ihr sie schon getestet? Wollt ihr sie vielleicht testen? Vor allen Dingen, ist das noch etwas für euch? Das finde ich ja
aktuell super, super spannend zu wissen, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder hatte kurz so ein bisschen darüber nachgedacht, weil ja vieles sich aktuell so ein bisschen Richtung Soft und weniger Deckkraft geht, ob das vielleicht ein paar Jahre zu spät ist. Ich weiß es nicht. Ich nehme mir einen Beauty-Schwamm und fange mir an, die Foundation erstmal einzublenden und ich sehe sofort a lot of coverage. Lala. First Impression, sie ist von der Textur her ein bisschen pastig, ein bisschen dickflüssiger, was jetzt per se erstmal nicht so schlimm ist. Es ist total ungewohnt, jetzt so eine Full, Full, Full Coverage Foundation wieder zu benutzen, weil ihr doch meistens bei mir aktuell immer eher so die leichteren Foundations seht, die so ein bisschen Haut noch durchscheinen lassen. Aber da scheint gerade nichts durch. Ich muss auch sagen, dass sie farblich okay ist. Wir hatten schon schlechtere Matches. Aber wow. So könnt ihr das Ganze, glaube ich, ganz gut sehen. Ich arbeite mir das Ganze noch mal ein bisschen ordentlicher ein. Die settet sich gerade auch schon so ein bisschen von selbst. Ich habe mir gedacht, dass sie wesentlich matter ist. So ein bisschen Bewegung kommt tatsächlich noch durch. Das einzige Problem, was ich jetzt gerade so ein bisschen habe, ist dadurch, dass ich einen Bart habe. Und die so deckend ist, muss ich das ein bisschen in meiner Haut hier unten einblenden. Aber im direkten Vergleich ist das schon bemerkenswert hochdeckend. Ich habe auch viel zu viel benutzt, aber das ist in Ordnung. Ich kann mir vorstellen, dass man diese Foundation auch sehr, sehr gut mit meinem Primer beispielsweise mischen kann, um sich so eine BB-Cream zu machen, die eine recht gute Deckkraft hat vom Finish her, aber ein bisschen mehr Bums haben soll. Es ist wirklich, wirklich ungewohnt, gerade so viel Deckkraft im Gesicht zu haben. Ich erinnere mich an meine YouTube-Anfänge. Da war das schon Standard hier, ne? Und ich habe euch auch noch mal ganz nah rangeholt, dass ihr wirklich die Hauttextur sehen könnt. Ich fokussiere immer mal so ein bisschen. Also, sie hat sich nicht schlecht mit der Haut verbunden, muss ich sagen, dafür, dass sie so super, super Full Coverage ist. Da muss ich jetzt sagen, bin ich jetzt ehrlich gesagt im Positiven überrascht, dass sie sich so gut angepasst hat. Ich will jetzt mal was probieren. Oft höre ich ja von Make-up-Artists, dass sie gerne mit dunkleren Shades auch individuelle Contourings und Bronzertöne machen. Deswegen gebe ich mir jetzt hier mal einen kleinen Klecks von der dunkleren Foundation hier hin und gucke mal, ob ich dadurch vielleicht eine schöne Bronzer-Shade für mich hinkriege. Die dadurch natürlich, dass sie von der Textur her gleich ist, sich so ein bisschen besser einblenden lässt. Oh, wow. Wow. Okay. Das ging sehr, 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 sehr gut. Das geht natürlich in die hellere, aber auch in die dunklere Richtung. Die ist vom Unterton jetzt auch so ein für mich natürlicherer Bronzeton. Die ist ja vom Unterton her neutral. Ich bin vom Unterton her eher so ein bisschen gelb und grünlich und es sieht ehrlich gesagt gar nicht so schlecht aus. Wir machen mal weiter, Freunde. Wir machen mal weiter. Es könnte wirklich was werden. Ich nehme den Schwamm und blende mir erstmal ein bisschen Concealer hier aus und hält dadurch natürlich den Under-Eye-Bereich auch nochmal wesentlich auf. Das Problem bei Full-Coverage-Foundations ist oft, dass man wirklich sehr, sehr präzise arbeiten muss. Ich muss aber sagen, jetzt, wenn sich. Ich schau mal, ich habe das Gefühl, ihr seid dunkel. Aber es kommt trotzdem so ein bisschen Glow durch. Bei Niki sah das ganz, 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 ganz anders aus. Sie erinnert mich so ein bisschen an die Huda Beauty Foundation. Aber schöner, weil, ne, es ist wirklich ein Soft Matt. Freunde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir setten das Ganze. Ich benutze dazu das Huda Beauty Easy Bake in Cherry Blossom und das Microfiber Multitool. Ich hatte ganz, ganz viele Nachrichten bekommen. Naja, wo gibt's das denn? Es gibt's noch nicht, Freunde. Ich sage euch rechtzeitig Bescheid. Ich gehe erst ganz leicht hier lang. Dann baue ich mir das Pinke nur hier auf und hier. Und dann nehme ich die Farbe Pound Cake. Und bake damit. Oh, das ist Beauty Guru 2016 hier. Ich sag's euch. Sie hat auch nicht so stark hier am Augenlid gecreased. Ich habe mir gerade so ein paar Gedanken gemacht. Ich habe wirklich überlegt, okay, wir haben 2022. Die Make-up-Industrie hat sich auch durch die Pandemie total stark geändert. Und auch das, was wir mögen. Und das ist ja ein guter Wandel gewesen im Prinzip, ne? Dass neue Trends entstehen, neue Vorlieben entstehen, wir tragen weniger Make-up, wir tragen natürlicheres Make-up. Das ist jetzt wirklich 2016. Ich habe echt gerade
Und ich habe echt gerade so ein bisschen überlegt, ist Zara ein bisschen spät dran? Weil First Impression kann ich nichts Negatives sagen. Die sieht ultra flawless aus. Wie, als wäre ein Filter drauf. Ich kriege oft die Nachrichten, ey, du benutzt Filter auf deinem Video. Freunde, ich habe keine Ahnung, wie man Filter aufs Video setzt. Ich bin froh, dass ich weiß, wie ich den Computer ankriege. It's amazing, amazing, amazing. Da geht mein Beauty-Guru-Herz auf. Da erinnere ich mich an die Zeit, als ich noch YouTube-Videos geguckt habe. Ein bisschen Contouring, um ein bisschen frischer auszusehen. Auch ein bisschen am Näschen lang. Dann benutze ich einen Blush und nehme dann damit das Puder unter den Augen ab. Das ist halt das Ding, ne? Normalerweise gehe ich ja an solche Videos, ich bin ehrlich, ich gehe ja nicht immer so voreingenommen, nicht so unvoreingenommen ran. Sollte ich vielleicht, weil das ist amazing. Ich mache mal mein Make-up fertig und dann hole ich euch noch ein Stückchen heran. Okay, ich habe das Ganze einmal fertig gemacht. Ein bisschen Setting Spray, ein bisschen Highlighter, Bronzer. Setting Spray zieht gerade noch ein und so sieht das Ganze wesentlich natürlicher aus. Jetzt, wo das Ganze gesettet ist, sieht das auch wirklich besser aus. Vorher war es doch ein bisschen trocken. Ich glaube, wichtig ist ein richtiger Primer, die richtige Pflege und ein gutes Setting Spray. Es sieht aber verdammt nice aus, muss ich sagen. Mir kam gerade so ein bisschen ein kurzer Gedanke, wenn man diese Foundation mit der Nivea Foundation zusammenmischt, könnte man eine wirklich wahnsinnig schöne Foundation haben. Vielleicht probieren wir das die Tage mal bei Instagram oder bei TikTok aus. Overall kann ich gerade nicht sagen, außer mega. Wir starten in den Tag. Ich hole euch in ein paar Stunden nochmal dazu und dann sehen wir uns später. So, Freunde, ihr bekommt mal ein kleines Update. Es ist mittlerweile kurz nach 12. Also ich habe die Foundation, beziehungsweise die Foundations, schon eine Weile im Gesicht. Ich packe euch mal ein bisschen dunkler, dass ihr das Ganze besser sehen könnt. Es sieht overall wirklich, wirklich schön aus. Allerdings, ich weiß nicht, was passiert ist. Entweder ich habe irgendwas ins Auge bekommen oder es ist die Foundation, die jetzt so ein bisschen ausdünstet. Und meine Augen brennen gerade wie Feuer. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich will nicht sagen, dass es die Foundation ist. Das Ergebnis gefällt mir aber sehr gut. Ich bin so, also, das ist nicht matt, ne? Das sieht alles richtig schön frisch aus. Es ist Golden Hour. Freunde, ich bin hier gerade im Auto und bringe hunderte Pakete und Briefe weg. Ich dachte, ich nutze die Zeit jetzt aber doch noch mal. Ich habe die Foundation ja jetzt, ich würde sagen, fast 12 Stunden. Jetzt ist es 19 Uhr. Krass, vor allem in dem Licht, ne? Jetzt kommt der Glow durch. Ich bin verliebt. Ich bin wirklich verliebt. Das ist. Ich bin schock. Ich bin wirklich schock. Freunde, trust and believe. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Aber ich weiß, wie die Foundation auf meinem Tisch steht und wo sie bleibt. Und definitiv auf dem Tisch. Es ist mittlerweile einige Tage vergangen und ich habe sie schon wirklich jetzt die letzten Tage oft genutzt. Ich habe verschiedene Kombinationen mit verschiedenen Primern, mit verschiedenen anderen Foundations gemischt. Ich muss sagen, dass ich sie liebe. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht. Man darf nicht vergessen, das ist eine Full, 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 Full Coverage Foundation. Also für jeden und jede von euch, die ein natürliches Make-up mag, ist sie nichts. Womit es sehr, sehr gut aussah, ist die Nivea Foundation tatsächlich. Beides so ein bisschen zusammengemischt. Ihr habt den Glow und so ein bisschen weniger Deckkraft und dann ein Spritzer hiervon und ihr habt ein wirklich super schönes Finish. Ich trage sie tatsächlich auch jetzt mit meinem Primer gemischt, mit dem Holy Grail Primer. Also wirklich sehr, sehr vielseitig einsetzbar und mir hat das Ganze auch Spaß gemacht zu nutzen. Ihr habt es gesehen, die Aufnahme im Auto. Ich hatte die Foundation 12 Stunden drauf und es war nichts. Ich hatte komischerweise nicht mal einen Abdruck hier auf meiner Nase von der Sonnenbrille. Also, wenn ihr keine sehr trockene Haut habt und gerne eine Full Coverage Foundation tragt, probiert sie aus. Farbrange ist fantastisch. Sie hat wirklich gut gehalten und man kann damit sehr, sehr viel machen. Ansonsten glaube ich, dass es eine Foundation ist, die für den Sommer, wenn es wirklich heiß ist, perfekt ist. Ich werde das Ganze definitiv weiter testen. Ihr werdet es mit Sicherheit in den nächsten Videos hier auch nochmal sehen. Ansonsten würde ich mich jetzt aus diesem Video von euch verabschieden. Schaut unbedingt bei Foreo vorbei. Ich habe euch den Link einmal unten in die Infobox gepackt. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, Freunde. Und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!